Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Festa. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön sind Sie mit uns. Das ist «Persönlich» bei Claudia Lesser, unsere Talksendung hier auf dem Sender Prime. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ist ihr Motto. Und das passt so gut wie wahrscheinlich kein anderes. Sie war die erste Frau, die 2001 auf den Mount Everest gestiegen ist. Und in 484 Tagen ist sie von der Schweiz an den Südpol gewandert. Zu Fuss, und sie ist auch noch gebiked. Eine Frau mit ganz viel Format und ganz viel Leidenschaft. Die macht extreme Sachen und ist wahrscheinlich ein bisschen verrückt. Walliserin. Dann ist sie aber über 40, habe ich gemeint. Eine Extremsportlerin. Total extrem. Die tut Klettern. Ah ja, hast schon gehört, ja. Von den Berichten, Fernsehen, Dokumentationen. Dass sie eben eine grossartige Bergsteigerin ist, oder? Bergführerin hier und die Felswand aufklettert. Macht 8000er und ist einfach eine... Bergsteigerin, Extrembergsteigerin. Ja, super. Frau? Evelyn Binsack, ja. Herzlich willkommen, Chefin. Hallo, guten Abend, Sally. Hat es gepasst, oder? Darf man glaub, schon sagen, oder? Ja, sehr, alles mehr ja. oder weniger zutroffen, ja. als die Leute von dir gewusst haben. Ja, sehr, ja. Freut mich, dass mich die Leute auf der Straße so kennen. Ja, du hast auch viel gemacht in den letzten paar Jahren, oder? Ja, es ist also viel, ja, immer viel lange Sachen, ja, vor allem. Es ist sehr speziell bei dir. Du bist zwar eine Frau und trotzdem hast du eine sehr Männerdomäne besetzen. Helikopterpilotin, den Alpinismus, wo seit du ja die letzte, was du wahrscheinlich so denken kannst, ein grosses Thema war. Wieso die Männerdomäne? Ja, es war ja nie mein Ziel, irgendwo in eine Männerdomäne hineinzugehen, sondern ich habe einfach gemerkt, schon sehr jung, dass ich sehr, sehr gerne draußen bin, dass mir die Natur sehr viel sagt und dass ich mein Wesen sehr gut zum Ausdruck bringen kann in der Natur. Und das Heliflügen, das hat mit meiner Biografie ein bisschen zu tun. Ich bin dort so ein bisschen reingerutscht und habe dort einen Beruf auch für 8 Jahre gemacht. Aber jetzt bin ich eigentlich wieder Vollgas Bergführerin und Abenteurerin. Und Bergführerin bist du seit 1991, damals die dritte Frau in der Schweiz, die ja, das Diplom hat machen. Auch sehr außergewöhnlich. Und das, obwohl du dann mit der Kindheit eigentlich gar nicht so gerne in den Bergen warst. Bist du gerne draußen, aber wirklich in den Bergen? Das war nicht das Thema in der Kindheit, oder? Nein, also ich glaube heute, also es kommt ja so eine Phase, wo man einfach nicht gerne zu Berg geht mit den Eltern. Mhm. Das ist einfach, denke ich, das kennen viele Kinder. Und da bin ich keine Ausnahme. Aber ich war immer sehr gerne in der Natur. Und ich denke, das, was einem die Eltern auch geben in der Natur, das merkst du als Kind nicht. Du bist einfach in der Natur. Und du merkst eigentlich erst nach rückblickend, wie viele Eindrücke man eigentlich da aufnimmt. Von Geschmäckern, von Tönen, vom Vogelzwitschern, der Wind in den Bäumen und auch vom Anlängen her. Kälte und Wärme und die Härte und die Weichheit von der Natur. Und das, glaube ich, das setzt sich schon im Hirn ab. Also, du hast in der Kindheit schon sehr viel Zeit draußen verbracht, in dem Fall mit deinen Eltern und deiner Schwester. Ja, da muss es eigentlich gar nichts anderes geben, wie draußen zu gehen. Ja, wir halt einfach auch noch, das klingt jetzt blöd, ich fühle mich eigentlich noch nicht so alt, aber du bist quasi in einer Zeit aufgewachsen, wo halt Stecken und Steine und Lehm deine Spielzeuge waren zum Teil. Und nebst den anderen Spielzeugen natürlich. Wenn du zurückschaust auf deine Kindheit, aus welcher Energie raus ist die gekommen? Wenn du zurückschaust, ist das... Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Also bis dort das Mami-Titi gsi, bin ich wieder zu der Mutter gegangen. Das mag ich mich erinnern. Ich mag mich auch erinnern, dass wir eben viel draußen haben unternommen. Mhm. Und meine Schwester, mit ihr hatte ich nicht gerade so eine Spielgefährtin gehabt, weil sie ist mehr der Büro, nein, nicht der Büro, sondern der Buch-Tiger gsi.
Aber so hat man sich vielleicht auch ergänzt. Habe ich von ihr Sachen aufschnappen, die ich vielleicht nicht so aufgeschnappt habe. Also die Bücher, die sie gelesen hat, beispielsweise «Weisse Spinne», da hat sie sich so total drin vereifert. Ich war dann auch die «Weisse Spinne» am Eiger geklettert hat. Okay, da gibt es dann doch wieder eine Verbindung zu ja, der Schwester. Sehr, ja, klar. Du hast vorhin gesagt, ein Mami-Titi. Deine Mami hat aber etwas ganz Schönes gemacht. Sie hat ja sehr lange geprägt. Sie hat dir auch gesehen, wie sie ein Kreuz mit dem Weihwasser auf die Stirn zeigt. Ja, das ist so ein etwas, das ich glaube, beide beruhigen tut. Dass man einfach irgendwie das Gefühl hat, es ist eigentlich mehr ein Ritual, wo man merkt, man ist verbunden. Und mit diesem Ritual sagt sie mir, ich lasse dich gehen. Und ich sage dir, ich gebe Sorge, dass ich wieder heimkomme. Es ist eigentlich weniger religiös, sondern viel mehr so die Verbundenheit. Aber es ist ja trotzdem ein religiöser Ursprung. Ist der Glaube in der Kindheit ein Thema gewesen, in dem Fall, bei deinen Eltern und bei dir? Ja, also ich meine, wir sind einfach so aufgewachsen, wie man im Kanton Nidwalden aufwachsen tut, katholisch. Man geht zur Kirche, hat einen Religionsunterricht und ich bin auch gerne in die Kirche gegangen. Was ich an der Kirche sehr gerne hatte, das ist der Geschmack des Weihrauchs. Und wenn man dort hineinhockt, in die Kirche rein, und man ist mal allein, dass es immer so eine Ruhe hatte dort drin. Und die Ruhe, das hat mich schon als Kind fasziniert. Das dreht dich weiter durchs Leben, oder, die Ruhe? Also die letzten paar Jahre Altprojekte sind ja geprägt von sehr viel Ruhe. Trotzdem habe ich aber auch immer das Gefühl gehabt, du beschreibst das auch in deinen Büchern, es hat ja trotzdem man gesagt, die Gottesbegegnungen gegeben in diesen Projekten. Ja, also ich suche jetzt sicher nicht in Gott etwas, wo, wo mir das Leben abnimmt. Mhm. Oder wo mir Probleme abnimmt. Sondern Gott erlebe ich einfach auch ein bisschen in der Natur. Und jetzt mit diesen Projekten, die ich mache, sei das eine Besteigung von Mount Everest oder sei das der Gang zum Südpol, das sind so viele Faktoren, die unsicher sind. Und das ist natürlich auch so eine Unsicherheit in dir drin, die du jeden Tag mit dir rumdrehst. Und manchmal tut es mir einfach gut, wenn ich irgendwo wirklich die Verantwortung abgeben kann. Du gibst sie zwar nicht ab, aber du kannst sie so ein bisschen geistig abgeben und auch ein bisschen auf das Glück hoffen. Du rechnest zwar nicht mit dem Glück, aber du hoffst doch auch ein bisschen mit dem Glück, dass es gut geht. Und dort ist der Glaube, der mir ist, anerzogen wurde, den ich aber auch gerne bekommen habe, den ich weiterentwickelt habe, mit einem Erlebnis zusammen und Philosophien, verschiedene, gibt mir das schon noch so rechten Support für meine Projekte. Doch. Mhm. Du sagst, du hast es weiterentwickelt. Was heisst denn das? Ja, wenn du jetzt das gerade so spontan fragst, ist das ein Moment gewesen, wo ich 20 war. Und das war 1987. Im Tessin unten. Und ich bin dort, habe ich Sturmholz geholfen rausfliegen. Damals noch nicht als Pilotin, sondern im Wald. Und das sind all die umknackten Bäume und so. Ja gut, wir haben dort einen riesengroßen Holzschlag gehabt und ich habe mich am Mittag entschlossen, nicht wie sonst, also ausgerechnet an dem Mittag nicht mit den anderen ins Restaurant gucken, zu Mittag essen, weil ich bin ein bisschen hässig an dem Tag. Der Pilot ist recht aggressiv geflogen und ich bin ein bisschen hässig an dem Tag und wollte für mich sein am Mittag. Und an dem Rückflug von dem Mittagessen stürzte der Heli ab und ich wäre in dem Heli unter normalen Umständen. Und ein Arbeitskollege ist dort ums Leben gekommen. Und ich war so eine 20-jährige junge Frau gewesen. Und ich habe das gewusst, wenn ich in dem Heli innen wäre, ich hätte nie mehr den Sport treiben. Also mindestens nie mehr den Sport treiben, den ich so liebe. Und das hat das Erste, was ich gemacht habe, beim Abzukommen von dem Platz ins Dorf in Chironico, das ist in die Kirche gegangen, und einfach dort Danke sagen, dass ich aus irgendeinem Grund die Entscheidung gefällt habe, dort in diesem Flug nicht dabei zu sein. Und das hat so einen Markstein gelegt in meinem Leben, dass es doch etwas gibt, das einem vielleicht schützen tut oder dass man die richtigen Entscheidungen macht oder am richtigen Ort ist, am richtigen Zeitpunkt oder vielleicht auch das Gegenteil, dass wenn man irgendwie dem Gefühl nicht nachgibt, dass man auch am falschen Zeitpunkt am falschen Ort sein kann. Mhm. Hat ja noch ein paar Mal eine Rolle gespielt in deinem Leben, oder? In den letzten paar Jahren, schlussendlich, oder? Dass du das Gefühl hast, in dem Moment zu wissen, was du machen musst. Sonst wäre es vielleicht eben sehr lebensgefährdend gewesen. Gut, ich habe natürlich für das auch gezahlt. Also beispielsweise, ich habe immer auch ein bisschen Umfeld gemacht. Aber vor dem Unfall, bevor man irgendwie ein Kreuzband reisst oder Ellbogen ausrenkt oder vom anderen Unfall wollte ich gar nicht reden, was mir meinen Kopf ziemlich zerschlagen hat. Aber
Vorab kommt eigentlich immer ein komisches Gefühl. Manifestiert sich wirklich im Körper dann auch? Ich würde es jetzt so vielleicht nicht sagen, aber ich spüre es so ein an einem Widerwillen. Mhm. Also an dem Tag, wo ein Sturz ist passiert, weil mich eine sichernde Frau hat lassen beim Abseilen, habe ich am Vortag einer Kollegin angerufen und gesagt, ob sie nicht den Auftrag für mich übernehmen kann. Also da ist, ich will nicht von Vorahnung reden, das ist Hokuspokus. Aber trotzdem hatte ich einen Widerwillen, den Anlass zu gehen, als ich engagiert wurde. Und dann ist der Unfall passiert, dass ich einfach bei einem Kletter-Event getatscht wurde. Also anstatt abgeseilt worden, bin ich getatscht worden. Und so ab, sie hat einfach Kontrolle über das Seil verloren und ich bin abgekippt. Mhm. Und ja, das... zum Glück ist dann auch nichts Größeres passiert. Ich habe mich wieder gut rehabilitiert, bin wieder fit und so weiter. Und von dem her ist das auch emotional auf einer Schiene, die weg ist. Aber das ist schon das, was du sagst. Man, nicht, dass es manifestiert, aber irgendwo hat man doch ein bisschen ein Feingefühl entwickelt, einen gewissen Instinkt entwickelt. Und manchmal hat man auch nicht die Wahl, einfach zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht, Punkt. Man weiss es ja nach, schlussendlich nicht, was wäre rausgekommen. Mhm, absolut, aber gut, du hast jetzt den Erfahrungswert zu spüren, oder? Dass es wahrscheinlich etwas sein könnte mit dem, was du schon erlebt hast in der Vergangenheit. Ja, ich denke es schon. Also ich glaube, sehr guten Instinkt können entwickeln für in der Regel ist das, Situationen. Oder? Ja, in der Natur draussen, dass du eigentlich gut unterwegs bist und auf das Mal merkst, irgendwie, sagen wir, bist auf einer Skitour und hast Gäste hinten dran und fährst einen Hang ab und auf das Mal stoppst. Und dann denkst du, dass hier ist nicht safe. Aber es ist ja niemand, der das sagt. Du weißt zwar, es ist vielleicht Stufe 2 mäßig oder Stufe 3 erheblich. Es ist ein Hang, wo 30 Grad ist, ist befahrbar, ist nichts Extras. Und trotzdem macht es bei dir irgendwie ein bisschen so. Und das hat mich vor allem zu Bergführen auch gelernt, eben auf diese Sachen Acht zu nehmen. Und als Bergführer hast du ja auch Möglichkeiten zu reagieren. Also beispielsweise, du musst ja nicht einfach in den Hang hineinfahren wie ein Idiot, sondern du kannst ja einfach mal ein bisschen auf der Seite rein und mal eine Skispitze rein tun oder mal schauen, was ob das Ding so macht, hat. Oder ja. Genau. Und du kannst ja mit dem... Spielen ist das falsche Wort, aber du kannst es ein bisschen ausprobieren und du kannst die Gefahr aber auch dich herantasten. Und wenn du noch merkst, nein, es ist safe, dann kann man die Gefahr durchgehen und relativ sicher durchgehen. Und wenn sich dann herausstellt, dein Gefühl verändert sich nicht, das kommt nicht, es kommt kein Okay in dir, dann machst du einfach einen anderen Weg. Man hat immer Optionen. Bevor wir jetzt über deine ganz vielen spannenden Projekte reden, nehme ich doch noch etwas unter. Du hast schon ein paar Mal gesagt, dass gerade wenn man die Sachen macht, oder man hat so oft die Gefahr gespürt, die du jetzt erzählt hast, hat man den Tod irgendwo doch auch immer im Rucksack mit dabei. Ist ein ständiger Begleiter, irgendwo auch die zu wissen, dass das, was man tut, und das ist ja bei dir immer in der Extreme auch in deinem Projekt 2001 auf Mount Everest, die 484 Tage auf deinem Alleingang an den Südpol, dann auch wieder 2010 den 8000er, den du bestiegen hast und dann auch dramatische körperliche Erfahrung gemacht hast. Irgendwo ist das immer mit dabei und trotzdem will man das machen. Das ist noch speziell. Also, weißt du, was ich meine? Das, ja, ist, ja. Das Bewusstsein zu haben und zu wissen, ich bin immer irgendwo auch ein bisschen am Abgrund. Und es trotzdem herauszufordern. Woher kommt das? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann es ganz pragmatisch angehen. Also, ich habe eine Leidenschaft, das ist Bergsteigen. Und der Berg als solches ist ja nicht gefährlich. Es ist erst gefährlich, wenn ich an den Berg gehe. Und nachher kommt deine Fähigkeit dazu. Also du hast entweder eine kleinere Fähigkeit oder trainierst die Fähigkeit immer zu einer größeren Fähigkeit. Und nachher kommt ja auch das Spiel dazu, dass du mit deinem Körper, mit deinen Fähigkeiten, die du trainiert hast und das Ziel, das du vor Augen hast, dass das zusammenspielen und kann harmonieren und dass man das, den Traum, die Leidenschaft oder den Traum, das Ziel kann umsetzen. Und jetzt kommt Gefahr dazu. Und es geht eigentlich nicht darum, in Gefahrenzone hineinzugehen, sondern beim Bergsteigen geht es viel, viel mehr darum, die Gefahrenzone können umgehen oder ausschalten sogar. Also ausschalten, ganz ausschalten können sie nie. Mhm. Und von dem her ja, weiss man eigentlich, wenn man am Berg abstürzt, kann der Tod das Resultat sein von einem Fehlentscheid. Aber
das ist eigentlich nicht das Kriterium. Also ein Bergsteiger geht nicht zu Berg, weil er dort zu Tod stürzt, sondern ein Bergsteiger. Absolut, ja. Aber du drehst es ja wie mit, oder? Ganz, ja, man dreht es sicher gewissermaßen. Ja, viele reden auch immer gerne ein bisschen von einer Todessehnsucht, die irgendwo mitschwingt. Es ist möglich, dass das bei Bergsteigern mitschwingen tut, aber ich würde das für mich nicht sagen. Nein, also ich habe absolut keine Todessehnsucht. Aber es ist natürlich, du bist viel mehr konfrontiert mit dem Thema, als jemand, der im Büro sitzt und seinen 8-to-5-Job macht. Weißt du jetzt was? Ich glaube nicht einmal, dass man mehr konfrontiert wird, sondern man ist sich mehr bewusst. Ja. Weil das glaube ich nicht unbedingt. Weil das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn du in einer Gefahrenzone bist, bist ja du so alert, man ist ja so wach, dass eigentlich in der Regel nichts passiert. Und wenn ich jetzt mich jetzt rausnehme und vielleicht manchmal so ein bisschen meinen Bürojob rein tue und dann noch hier schnell das Telefon und da noch schnell und hier noch etwas im Computer Bestätigung schreiben oder irgendwo Sponsor anfragen. Du bist nie so im Moment und so bewusst. Ja, nachher gehst du noch, nein, jetzt hätte ich ja schon dort sein, jetzt habe ich ihn angemacht, gehst du ins Auto rein, boom. Ja. Ich glaube, dort sind viel, viel mehr Gefahren, weder wenn du wirklich an einer Sache bist, voll konzentriert und der Gefahr bewusst bist. Mhm. Was zeichnet denn Evelyn Binsack aus, dass sie eine ist, die etwas extremer ist als andere? Was würdest du sagen? Was sagt dein Charakter aus? Dass ich extremer bin als andere, das nehme ich ja so nicht wahr. Mhm. Ich mache einfach die Sache, die mir Freude macht. Und das wird von außen wahrgenommen, weil man vielleicht einfach den Vergleich hat. Die anderen machen das und das ist normal, weil das so viel machen. Und das ist weniger normal oder sogar extrem, weil das in der Gesellschaft nicht so üblich ist, dass man das macht. Aber für mich selber ist ja mein Leben völlig normal. Also ich habe ganz einen anderen Zugang. Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Ja. Das ist ja definitiv nicht gut. Was da ein bisschen auseinandergeht. Die Wahrnehmung, nein, ich denke, ich nehme mich gar nicht so als extrem wahr. Und was macht das aus? Was zeichnet es aus? Ich glaube, wirklich ziehen für eine Leidenschaft, dann die Fragen, die man im Kopf hat. Fragen, wie sieht das aus? Was erlebe ich da? Was kann ich auch mehr über mich persönlich erfahren? Welche Menschen sind da rum? Was sind das für Kulturen? Fühle ich mich dort wohl, weniger wohl? Oder was ist die Zielsetzung? Also was muss ich alles tun, wo bei mir jetzt noch fehlt an Wissen, an Training, an körperlicher Fitness eher weniger, weil ich trainiere jeden Tag. Aber was kann fehlen, beispielsweise an Finanzen, was muss ich noch alles machen, um das Ziel zu erreichen? Und von dem Moment, wo sich einfach eine Idee manifestiert im Kopf bis zum Zielort, ich glaube, das ist das, was mich ausmacht, weil ich dort nicht mehr loslassen. Du beißest dich sprichwörtlich fest. Ob das die Idee fest, genau. Ob das die Leute auch so sehen, das werden wir jetzt hören. Wir sind auf die Chance gegangen und haben ganz spontan gefragt, was fällt Ihnen zu der Evelyn Binsack? Ja, das finde ich eine gute Frau. Ich finde es ganz toll. Sie ist halt eine sportliche, rauch. Also ich sage nein, nicht rauch, aber ein bisschen spannende Person, ja. Was sie gemacht hat und die Vorträge, die sie gibt, das finde ich schon noch überzeugend. Sympathische Frau. Super. Fast ein bisschen extrem. Der Kick braucht es einfach. Ich finde es super für jemanden, der das gerne macht. Das wäre aber auch nicht mein Ding. Alles, was wirklich so Überforderung und Überwindung braucht, finde ich bewundernswerte Leute natürlich. Ja. Sie geht einfach an Grenzen, oder? Was sie macht, oder? Sie wird nicht so gewöhnlich sein. Ich finde es super für eine Frau, aber für sie ist es ideal. Ich könnte es nicht. Die Willenskraft, die sie hat und die Ausdauer. Das ist bewundernswert. Ich finde es manchmal fast ein bisschen zu extrem. Also, es ist wahnsinnig, was sie sich abverlangt. Können sie langsam vernünftiger werden? Merci. Guter Tipp. Du könntest nicht langsam vernünftiger werden. Naja, ich weiß nicht, was vernünftig genau meint. Heißt das, in Beiz hocken am Nachmittag um 5 Uhr und ein Bierchen trinken zum Beispiel? Nein, obwohl die Freunde, die dir ja sagen, du hättest ein bisschen geruhiget. Ist das so? Ja. Also. Geruhigt, im Geist natürlich nicht, aber ich kenne so eine Energie in mir. Ich bin ein unglaublicher Morgenmensch.
Und jetzt musst du dir mal vorstellen, ding, du machst die Augen auf und morgen, 5 Minuten später, weißt du genau, ah, heute ist ein genialer Tag und dann zieht es einem einfach nach Hause. Mhm. Der Pulverschnee liegt jetzt im Winter oder im Sommer, sind schon die Gipfel so ganz leicht hell und ich sehe mich als Bild schon irgendwo in dieser Natur mich bewegen. Und einerseits ist das gut als Bergführer, wenn du am Morgen um 2 oder um 4 Uhr aufstehen musst und musst bereit sein, dann ist man wach. Und der Nachteil ist halt ein bisschen, dass die Energie natürlich genau so weiterleben tut, wenn du jetzt neben deinem Partner aufwachen tust am Morgen und schon das Reissen hast, für nach Hause zu gehen. Und der Körper eigentlich schon gewohnt ist, jetzt wieder auf Leistung zu gehen. Und von dem her denke ich, heute kann ich mit dem besser umgehen. Ich kann heute jetzt auch einmal am Morgen, sagen wir einmal bis um 7:30, 8 schlafen. Wenn ich am Abend spät ins Bett gehe, und sonst geht das, klingt das auch schlecht. Aber ich kann vielleicht einmal ein gemütliches Frühstück nehmen und ein bisschen sein. Und dann sage ich, ja gut, ich kann ja auch noch um 11 Uhr etwas machen, wenn es jetzt gerade so muss sein. Aber eigentlich bin ich schon gerne in den Morgenstunden wach. Und das ist dann eher ungemütlich für einen Partner, der das hinterliegt, oder? Wenn ich jetzt ja, so das ist, aber eben, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ja, ja, das mhm. schon. Ja. Ist wahrscheinlich eh noch schwierig für ein Umfeld, oder? Mit einer Person wie dir, die sehr oft weg ist und sehr oft auch das Bedürfnis hat, eben rauszugehen, allein den Weg zu suchen, auf welchem Projekt du gerade immer wieder bist. Ja, es ist noch lustig. Ich denke, man sucht sich ja so Menschen, die sich vielleicht ähnlich bewegen. Und ja, also ich denke, viele meiner Freundinnen und Kollegen, die bewegen sich wirklich ähnlich ins Leben oder im Leben. Die haben vielleicht einen Bergführerjob oder die haben einen Job, wo sie viel Freizeit haben und danach etwas unternehmen können. Oder sie sind vielleicht sogar recht stark in der Struktur drin, aber in ihrer Freizeit sind sie noch die Reiseausmenschen. Also, und das wird sehr gut verstanden. Und ich denke, das ist ja das Wichtige. Wenn jemand vielleicht so einen 0815-Job hat, ist das schwieriger zu verstehen, dass man den Tag eigentlich sehr in Freiheit gestalten kann und auch das Leben sehr in Freiheit gestalten kann. Das mit deiner Freiheit, das hat, scheint ein sehr grosser Drang zu sein von dir. Also, du hast in den letzten paar Jahren so viele spannende Projekte gemacht. Eines, das natürlich das Bleibendste im Moment ist und wo du auch gerade auf der Tour bist, ist das Thema Überlebenswille. Ja. Einmal mehr noch mal der Mount Everest gewesen, im Frühling 2013. Wo du aber aus einer ganz anderen Perspektive noch mal auf den Berg aufsteigen wolltest, wo du 2-1 ja als erste Schweizer bereits schon mal bestiegen hast. Was war damals die Motivation? Also jetzt im 13. noch einmal zurückzugehen. Gut, im Jahr 2001 war die Motivation klar, als erste Schweizer Frau dort aufsteigen. Leistungstrieben, genau. Und diesmal war es anders. Es war eine Fragestellung. Und zwar habe ich, nachdem ich von der Expedition Antarktika zurückgekommen bin, die war ja 484 Tage lang, hatte ich eine sehr lange Phase, in der ich extrem müde war. Aber ich habe das so gar nicht gemerkt. Für so Tagestouren und schwierige Klettertouren und wirklich sensationelle, schwierige Klettertouren ist das alles gegangen, die so Tage, 2 Tage gedauert haben. Aber ich bin dann noch einmal, 2 Jahre nach dieser Rückkehr, bin ich an einen 8000er gegangen und habe gemerkt, ich habe eine brutale Müdigkeit in mir. Also wirklich so richtig, wie wenn alle Zellen sagen, nein, ja, nicht wieder Extremleistung. Und das habe ich dann aber auch dann, eigentlich das erste Mal in meinem Leben wirklich auch wahrgenommen und ernst genommen und bin einfach heimgegangen. Das ist auf 6000 Meter passiert. Das ist auf 6000 Meter passiert. Du redest ja fast von einem traumatischen Körpererlebnis. Ja, ja. Ja, es ist, ich musste das analysieren und ich bin natürlich nicht einfach heimgegangen und habe gesagt, hey, easy, komm, jetzt bin ich an eine Expedition gegangen, 18'000 Stutz gezahlt und jetzt komme ich einfach wieder heim, nach 2 Wochen. Oder? Mhm. Nein, das hat bei mir schon gebohrt. Und es hat aber auch ausgelöst, dass ich danach mir eingehend Fragen habe gestellt über eine Frage, die ich mir nie haben müssen stellen. Und das ist die Frage von der Willenskraft. Also die Frau hat ja gesagt, ja, ist eine Frau mit viel Willenskraft. Und so habe ich mich auch immer wahrgenommen. Und auf einmal ist der Wille weg, eigentlich meine Leidenschaft zu betreiben. Und das hat mich in eine Krise hineingeführt, also wirklich. Und hatte gedacht, ja gut, aber jetzt hake ich genau dort an. Und bin dann auf Amerika gegangen und habe ein Jahr Filmschule gemacht. Wobei ich da nicht so viel gelernt habe, wie jetzt die Leute bei euch im Fernsehen können. Aber einfach so, dass ich dieser Willenskraft nachgehe und dem vielleicht eine Form geben, der Willenskraft, was ist sie genau. Und dann habe ich gewusst, ja, der Mount Everest, das ist wirklich
ist schon symbolisch, steht er da als der grösste Berg der Welt. Und für die Willenskraft. Für die Willenskraft des Menschen. Und habe eigentlich so gedacht, ich will dort zurück. Und ich auch weiss, dass dort die willensstarken Menschen alle sich jedes Jahr treffen und auf den Berg aufsteigen. Und so ist eigentlich das Überlebenswille-Projekt entstanden. Und eigentlich war es ja am Anfang Überlebenswille, bis es zum Schluss zum Überlebenswille wurde, weil ich halt da in eine Isla reinkam und noch einen Kollegen verloren, einen Bergsteiger-Kollegen. Also nochmal einmal dramatisch, oder? Ja, es hat aber es hat im Thema noch mehr Substanz gegeben, weil ich glaube, ich hatte wirklich durch die Erlebnisse, auch durch die, dass es nicht einfach nur so flatterig und hoch in der Höchform bist, oder dass du einfach also von der Perspektive her yes, we can, ist ja gut, oder? Aber es gibt auch noch die andere Seite, wo ganz eine feine Seite ist in der Willenskraft. Aber dort, wenn es dann wirklich schwierig ist, wo es fein ist, wo eben auch traumatische Erlebnisse passieren, wo die Willenskraft weggeht. Und so von dieser Bandbreite von nicht mehr mögen bis ja, mal, es ist möglich. Die Todesangst ja irgendwo, oder? Die hast du in dem Moment wahrscheinlich nicht gehabt. Wenn du weißt, ja, in der Lawine. Ja, sicher. Ja. Also, Todesangst. Ich kann dir heute nicht mal sagen, wie fühlt sich Todesangst an, sondern es ist ja Überlebensinstinkt. Also, wo die Eislawine abgebrochen ist, respektive der Serak, der Eisabbruch abgebrochen ist und auf uns zutonnern tut, gibt es ja nur noch eins. Was denkst du in dem Moment? Fort von hier. Möglichst fort. Aber du weißt noch nicht so genau, woher. Und dann einfach in die entgegengesetzte Richtung. Ist klar, laufst du nicht in den Eisfall entgegen. Und dann bin ich zurückgerannt, weil hinter mir ist gerade der Eisabbruch, hat gerade aufgehört. Also das sind so 800 Höhenmeter Eisabbrüche, so Gletscherspalten und Gletschertürme. Und dann kommt man so von einem Boden rauf und den Boden tut man so traversieren und dort hängen die Seerachs. Man kann da nicht umgehen, man muss dort durch. Und nachher bin ich zurückgerannt und dann sind so in einem offenen Gletscherspalt, der sich so reingezogen hat, sind schon drei Sherpas haben sich dort reingerührt und nachher haben sie mich auch noch gerade dort reingezogen, haben wir uns vierte Höhe in den Gletscherspalten reingerührt und ein Arm, ein Bein, Rucksack, Kopf und alles und nachher ist das Ding über einem übergegangen. Also es ist nicht wie eine Lawine, sondern es ist eben ein Eisabbruch. Das sind ganz, ganz von finsten Eispartikeln bis zu richtigen Möcken von Eisschöllen. Und das kroset und tönt und dann geht das pragmatisch los. Also beispielsweise habe ich mir überlegt, wenn jetzt der Eisabbruch noch eine Lawine mit sich gerissen hat, also das Schneebrett losgezogen hat, dann kann es eine Vollverschüttung geben. Das ist aber nicht, das ist einfach so der Instinkt. Das ist ja nicht das Denken, wie man denkt, sondern das ist zack, 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 geht das im Hirn. Und dann habe ich gewusst, der Spalt, der hat uns so geschützt. So. Und dann habe ich gewusst, ich habe genug Raum, dass ich schnaufen kann. Und wir hatten alles ein lawinenverschüttetes Suchgerät auf uns. So hat man eigentlich gewusst, man sollte uns finden, wenn wir eine Vollverschüttung haben. Das andere war, der Spalt hat unsere Beine geschützt. Und dann war natürlich der nächste Gedanke, hoffentlich reisst mir so eine Eisschollen ins Bein ab. Und dann dröhnt das und macht das und tut das. Aber irgendwie ist man mit den anderen Sherpa dort drin, man redet nicht, aber man spürt einander. Man hat ja Kontakt, Körperkontakt. Und man ist nicht allein, man ist mit denen zusammen. Man denkt aber nichts, sondern man hört einfach. Und dann ist es ruhig, fertig, ist nichts passiert. Du gehst raus, tust dich abschütteln und ein Sherpa fährt vielleicht eine Zigarette verrauchen, der andere tut sich dann noch irgendwie ein bisschen den Staub vom Kittel. Und es ist ja nicht passiert. Also, ja, es ist nicht passiert. Und somit hast du eigentlich dann schlussendlich den Schreck, aber der Auftrag bleibt, du willst das Filmprojekt machen. Mhm. Und somit Todesschreck, Todesangst, ich kenne das gar nicht. Es läuft sehr, sehr pragmatisch ab. In dem Moment? In dem Moment, ja. Jetzt haben wir sehr viel über Willenskraft geredet. Das scheint deine grosse Stärke zu sein, in dem Moment wieder. Und das ist etwas, was unser Gesicht, Petra Sassi, ganz klar analysiert hat in dem Gesicht. Aber er hat noch viel, viel mehr gesehen. Elle
Evelyn Binsach, herzlich willkommen bei Teleclub. Freut mich sehr, dein Gesicht vor mir zu haben, obwohl wir es ja ein bisschen können. Was bei dir auffällt, ist unwahrscheinlich. Du hast eine unwahrscheinlich starke Willenskraft gehalten. Die ist gerade hier oben dran, überhaupt an der Nase. Die ist sehr tief und sehr durchgehend. Willenskraft heisst mentale Willenskraft. Also du kannst mit deinem Willen, der ist bei dir extrem ausgebildet, kannst du mit anderen Worten wortwörtlich Berge versetzen. Dabei begleitet dich dann noch die Stirnquerfalten. Und die zeigen, weil sie durchgehend sind, zeigen natürlich auch noch gerade, dass du wirklich ein starkes Durchhaltevermögen hast. Also wenn du etwas bist, ich glaube, dann ist es schwierig, dich dort davon wegzubringen. Dann eine schöne Ungeduld, sieht man da, wie es da so fließend ist. Und du tust auch sehr gerne beeinflussen, also wohlwollend beeinflussen mit einem extrem starken, Selbstbewusstsein, das man hier sieht im Ohr, weil das so rauskommt. Das ist bei dir sehr stark und weit über das Aussenohr aus. Und da bist du noch ein bisschen pinkelig, da bist du noch ein bisschen exakt und so. Also auch neigend ein bisschen zum Perfektionismus. Das sieht man, weil hier der Abstand von der Augenbrauen zum Auge da hinten am grössten ist. Und das ist eine spezielle Neigung von dir. Du kannst ganz komische Ideen haben. Wo sieht man das? Das ist so, weil da ihr Aussenohr da, das sieht man eben, ist nicht so schön rum. Das hat da ein bisschen Bögen drin. Da. Und dann hat sie halt hier und da mal einen Knall in der Birne. Also, ja, das kann man so sagen. Aber ja. Du findest das lustig und ich glaube, das gehört auch zu deinem Beruf oder für deinem Job, den du ja leidenschaftlich gerne machst, immer in den Bergen zu sein. Und ich glaube, dort ist auch dein Umfeld, das dich weiterhin begleitet. Und vor allem, bleib gesund, gell, Evelyn? Ein Knall in der Birne, da kommt Pietro. Ja. Wie war das mit dem Pingeli und dem Exakten? Ja, nicht überall. Ich bin nicht überall pingelig und exakt. Also mein Büroleben, dort, wo ich nicht meinen Fokus drauf habe, bin ich ein bisschen laissez-faire. Da mache ich einfach gerade das Nötigste. Aber sonst so, und das geben mir gar nicht, ich habe gerne einen schönen Haushalt. Sehr aufgeräumt wahrscheinlich. Aufgeräumt. Ich habe gerne klare Linien, also ich habe nicht gerne Möbelschräge in meinem Zeug. Also das vielleicht ein bisschen. Und was ich natürlich auch, ich schaue noch einigermaßen ein bisschen auf das Geld, dass wenn ich einmal ein bisschen älter bin und mit meinem Job, den ich habe, also ich noch nicht noch mit 65 muss irgendwelche Gipfel besteigen, um Geld zu verdienen. Ja, ja. Das mit dem Beeinflussen, wo siehst du das von dir im Leben? Das haben natürlich noch viele, die irgendwo auch Leute führen müssen, oder? Ja, als Bergführerin kommt das einem natürlich zu gut, dass man kann führen. Ich glaube, beim Bergführen ist es weniger, dass man Leute beeinflussen, sondern man tut sie einfach führen. Und dort geht es um Sicherheit und dort kenne ich auch kein Pardon. Es ist aber schwierig, dass man den Führungsstil nicht ins Privatleben hineinbringt, weil dort geht nicht alles nach meiner Birne. Und von dem her denke ich, ja, beeinflussen im Sinne von, ich denke, den Leuten etwas mitgeben können. Nicht wollen beeinflussen, sondern den Leuten können etwas mitgeben. Ich bin nicht jemand, der meine Idee jemandem aufzwingen will, überhaupt nicht. Sondern ich habe ja auch nur aus meinen Erfahrungen heraus und nicht aus gemachten Büchern Themen anschneiden, wie Motivation, wie Grenzen überwinden, wie Zweifel können übergehen, auch Angst überwinden, und wenn ich das nicht schon gesagt habe. Oder eben die Willenskraft und den Durchhaltewillen. Und dann kann ich einfach meine Erfahrungen weitergeben. Aber, und das beeinflusst natürlich auch, aber nicht absolut. Nicht im Sinne von aufdoktroyieren, das nicht, nein. Beeinflussen muss ja gar nicht immer negativ sein, ja. Oder? Aber, und das wollte ich jetzt in Pietro noch direkt in die Kamera sagen, weißt du, sagst das schon, das sei der Wille hier. Man kann es auch nicht negativ ausdrücken. Ich glaube, es gibt andere, die denen Zornesfalten sagen. Aber einen Zorn hast du nicht. Du hast einfach den unbändigen Wille. Oder bist du einmal zornig zwischendurch? Das hättest du mich einmal gesehen, wenn ich irgendwo mitten in Mexiko bin. Und du bist hässig. Und ich bin wirklich hässig, weil es nicht vorwärts geht und weil es viel Verkehr hat und weil alles nicht nach meinem Geschmack geht und weil überhaupt das Velofahren. Ich tue eigentlich gar nicht gerne Velofahren und bin auf dieser Expedition Antarktika unterwegs und tue Velofahren, für das ich mein Ziel erreichen kann. Und wirst vielleicht noch angemacht, irgendwie auf der Straße. Und dann kann ich schon noch so ein bisschen
böse werden. Böse werden. Aber das hat auch den Vorteil. In Argentinien beispielsweise bin ich überfallen worden von 3 Männern. Und die haben mir Taschen weggenommen mit dem Pass und mit dem Portemonnaie drin. Und da hat mich meine Zorn so weit getrieben, dass ich mir die Taschen zurückholen bin. Also das auch seine Vorteile. Ich sehe schon, mit Männern, die haben einen schweren Stand bei dir. Wie ist das eigentlich im Privatleben? Also als Mann hat man da Raum und Platz? Ja, das müsstest du fast Männer fragen. Also ich denke, ich hatte Beziehungen, wo das wirklich Platz hatte, wo auch der Mann sich extrem wohl gefühlt hat bei mir, wo auch meine Abenteuer und das, was der Pietro sagt, meine Hirngespinste ein bisschen kann mittragen. Aber ich glaube, es braucht schon jemanden, wo das in sich innen abrufen kann. In sich innen abrufen, was das heisst, wenn man eine Leidenschaft hat, was das heisst, wenn man ein Ziel verwirklichen will, das vielleicht so noch nicht umgesetzt ist worden, wo das heisst, wenn man ein unkonventionelles Leben hat. Und wenn ein Mann feig ist, das mitzutragen, dann ist das ein Teilen. Und das ist aber ein Teilen auf Augenhöhe. Und wenn halt der Mann das nicht verträgt, dass die Frau nicht irgendwie das Schwache. Ja, das Schwache Schlecht ist. Dann. Schlecht ist, merci, ja, um das zu sagen. Dann geht das eher nicht, ja. Dann ist das unmöglich. Es ist spannend, du hast selber gesagt, das dramatischste Erlebnis sei einfach, sei es private gewesen, mal ursprünglich das 2012 Erlebnis mit deinem Ex-Partner, der dich jetzt aber auch wieder begleitet hat. Er hat dich 2012 verlassen, an deinem Geburtstag. Kann man das irgendwie vergleichen mit dem, was du im Sport erleben tust? Du sagst, dass es ist dann trotzdem ganz normal eine andere Dimension und dort auf eine ganz andere Art wie? Ja, ich denke es schon, weil also beim Sport oder bei den geografischen Zielen, dann meistens kannst du direkt sagen, was ist falsch gelaufen. Das und, kannst du nicht im Privaten jetzt zu dieser Beziehung, die ja sehr also in dieser Beziehung eben nicht, weil ich habe immer so das Feedback bekommen, es ist alles gut und super und Support. Und ich habe eine extrem schöne Beziehung gelebt. Und hat dann aber wegen der Ausbildung in Amerika das Umfeld verlassen und bin eigentlich davon ausgegangen, weil ich das einfach so erlebt von vorherigen Freundschaften, also jetzt nicht einmal Beziehungen, sondern auch Freundschaften mit Frauen, mit Männern, wo gewohnt sind, das mitzugeben. Und ich habe es unterschätzt. Mein Ex-Partner ist aus einem sehr behüteten Umfeld rausgekommen mit Familie und hätte das aber verlassen und wollte etwas Neues erleben. Und ich komme so eine Person her wie mich, die so gewohnt ist, sich einfach frei zu bewegen. Und ich glaube, das hat ihm ein bisschen einen Schock versetzt. Und der Trennungsbruch, der ist passiert, A, den ich nicht erwartet habe, und B, wo ich wirklich in einer schwierigen Lebenslage schon war. Also ich hatte die Frage von der Willenskraft in mir drin. Ich hatte das Erlebnis vom Gaschenbrum in mir drin. Ich hatte ein neues Projekt im Kopf. Bin aber für das neue Projekt habe ich alles verlassen, was mir lieb und wert ist. Also das Zuhause, meine Freunde, die Berge. Und gehe auf das Los Angeles, auf das Hollywood. Und gehe dort die Filmschule machen. Und ich hatte wahnsinnig Mühe. Ich hatte das Ziel vor Augen, aber ich hatte wahnsinnig Mühe, mich durch die Ausbildung, durch zu mühlen, dass ich weiss, wie ich filmen muss, wie ich dies und das machen muss. Und dort hätte ich die Beziehung so bitter gebraucht. Und nach und nach das, oder? Das ist so richtig der letzte, einfach nur der Boden, den du unter den Füßen hast, ist davor genommen worden. Und deswegen hat mich das so wahnsinnig mögen. Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten, was man erleben kann, wenn man weiss, es hat noch eine andere Frau gegeben in mir, oder? Das ist ja ich denke, viel schlimmer ist, wenn du Mutter bist und dein Kind verlierst. Also ich glaube, der Schmerz der kann nichts übertreffen. Also von dem her denke ich, hat jeder ein bisschen sein eigenes Schicksal. Und jeder muss ja auch irgendwie überkommen, aber durch die Schicksal auch Lernprozesse aufgesetzt über. Und ich denke, letztendlich können wir da auch daraus wachsen. Es ist lustig, wir haben dir die Karte gegeben und du hast trotzdem das Herz gegeben, nach der traumatischen Erfahrung. Ja. Die Liebe im Moment.
Also die Liebe im Moment, da ist eigentlich, das ist alles sehr, sehr offen. Da ist nichts konkret. Aber ich denke, ich habe das Herz gewählt, weil ich eigentlich meinen Freunden auch wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass sie mich immer wieder unterstützen, mir immer auch wieder die Kraft geben für die Projekte, die ich im Kopf habe, aber auch ganz allgemein im Alltag, dass wir wirklich so einen engen Kreis sind von einem Freundeskreis, wo sehr fest ist und wo sehr schön ist und wo sehr, ja, sehr treu ist auch. Aber ein Mann in deinem Leben gibt es im Moment nicht? Nein. Nein. Nicht? Oder hast du vor kurzem mal noch gesagt, du könntest dir gut vorstellen als Heirater? Ja, das schon, ja, aber das... Also bist du nicht frisch verliebt, oder? Nein, nichts, nein. Ja. Hast du auch keinen um, wo das Gefühl hast, der wäre noch etwas? Nein, im Moment bin ich wirklich einfach... ja, meine Show machen, ich glaube, im Moment bin ich wirklich mit meiner Multivision-Show verheiratet. Und die geht ja bis im März, also so lange bin ich nicht mehr verheiratet mit dieser Show. Aber vielleicht hat der Mann wieder eine Chance bei dir. Nein, ich würde es jetzt so nicht sagen. Ich denke, eine frische Beziehung, selbstverständlich bin ich da offen, aber ich bin ganz sicher... Ich gehe ganz sicher nicht mehr mit der gleichen Leichtigkeit in diese Beziehung hinein, sondern nicht zuerst einfach ein bisschen schauen, ob es überhaupt funktionieren könnte. Logischerweise nach so einem Erlebnis. Ja, ja. Familie und Kind haben, ist das nie ein Thema bei dir? Du, ich denke, das ist bei jeder Frau ein Thema. Familie haben, Kind haben. Und dann braucht es den richtigen Partner dazu. Es braucht auch, jetzt für meinen Beruf braucht es ja auch den richtigen Support, die richtigen Umstände dazu, dass ich ja nicht einfach von einem ins andere rausgerissen werde. Und dort hätte ich mich vermutlich verrissen. Mhm. Und da habe ich wahnsinnig Respekt davor. Ich glaube nicht, dass ich meine Karriere, ich sage nicht grundsätzlich Karriere, Frauenkarriere und Kind geht nicht, aber meine Art zu leben, meine Art, für mich zu schauen, mein Geld zu verdienen, mitreisen, mit vorziehen und gleichzeitig ein Kind haben, ich glaube, mich hat das verrissen. Mich hat das verrissen und das hat das Kind auch verrissen. Mhm. Und so, nein, schaue ich lieber zu meinem Gottenkind. Und ja, das ist so der Spruch, den man kennt. Aber effektiv, ja, habe ich mich entschieden. Das war ganz bewusst entscheidend, ja, für deine spezielle Laufbahn. Ja, genau. Das sagen vielleicht viele Leute, ja, das ist Egoismus. Aber es kann auch Egoismus sein, wenn man diesen Weg lebt und nach diesem Weg Kinder wählt. Und dann beides richtig macht. Und beides so macht, ja. Es hat noch ein Haus da, das wir eigentlich auch schnell mit besprechen. Wir haben aber vor allem auch etwas für Ihr Haus zu Hause, und zwar einen Möbelpfister-Wettbewerb. Wenn Sie Lust haben, zu Hause jetzt auch so ein bisschen Frühlingsstimmung, wie wir es hier gerade im Moment im Studio haben, zu versprühen, dann machen Sie jetzt mit in der unten eingeblendeten Adresse. Lassen Sie uns Ihr Lieblingsplätzchen zukommen. Wenn Sie Glück haben, dann gewinnen Sie 1'000 Franken gesponsert von Möbelpfister. Lass ich dich mal schnell unterschreiben. Und sehr gerne. Ich sage schon mal an dieser Stelle, danke, schön, dass Sie zugeschaut haben. Nächste Woche gibt es dann einen Talk mit nochmal jemandem, der sehr extrem ist. Ich betone auf sehr extrem. Freddy Nock ist bei uns ein Hochseilartist, der gerade seinen 18. Weltrekord plant. Und wie es ihm da dabei geht, das wird er uns erzählen. Jetzt sage ich danke vielmals, schön, dass du da warst. Ich sage danke vielmals, ja, merci vielmals. Schön. Alles Gute für das nächste Projekt, das gibt ja schon wieder eins. Wir werden sicher davon hören. Absolut, ja, danke schön. Danke auch und bis nächste Woche. Was schreibst du jetzt da drauf? Tust du da etwas draufzeichnen? Was soll ich da machen? Oh nein, also kannst du vielleicht mal irgendwie liebe Grüße oder so. Ah ja, das mache ich gerne. Ja. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Name. Ein Hauch Italianità.